Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Acker-Folge bei Harvest Moon Back to the Nature. Ja, wir sind mal wieder frisch hier am Start und wollen natürlich ein bisschen die Felder bestellen. Ja! Ich mache jetzt heute einmal so die Videos. Wer nämlich heute die Folge Jump League gesehen hat, weiß, dass ich momentan... Also heute habe ich es mit den Videos einfach nicht pünktlich geschafft. Und ich bin momentan am Überlegen, ob ich die Videos zu anderen Zeiten bringe. Deswegen bringe ich heute mal die Videos so, wie ich mir das im Kopf hatte. Wie das eventuell auch gehen könnte. Guckt einfach mal bei meinem Jump League Video rein, wenn ihr wissen wollt, wie ich das jetzt meine, weil da habe ich es nochmal genau erklärt. Und jetzt machen wir uns dran und spielen ein bisschen Harvest Moon! Oh ja! Oh, diese Melodie! Ich liebe einfach Harvest Moon über alles, Leute! Es ist Musik in mein Öhrchen. Der Mais dauert so lange, bis der mal trägt, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber das wird schon. So, jetzt natürlich einmal Wasser nachfüllen, sonst reicht es nämlich nicht. Und wir haben Ernte! Die Tomaten sind da. Alter, die Tomaten schon zum zweiten Mal. Der Mais noch gar nicht, aber der Mais müsste jetzt eigentlich die Tage soweit sein. Ach, du kannst ja nicht rüberhüpfen, mein kleines Fuffi. Hallo, Leiti. Komm. Ja, Leute, ich nenne ihn nämlich Leiti. Und nicht Leitara, weil sonst manche Leute ein bisschen verwirrt sind. Nicht, Stresske? Auch wenn ich hier gerade eh nicht streame, aber... Ich will ja nicht, dass jemand, wenn er sich das Video anguckt, so... zur Seite guckt und sagt, hä, was, wo? Nein. Bisschen Spaß muss ja sein. Dum, dum, da, dum, dum, da, dum. So... Aber es ist auch schön, dass wir heute wieder eine kleine Ernte haben. Ach, Olli, was machst du denn hier? Hm? Möchtest du unbedingt von mir gestriegelt werden? So, erstmal gehst du jetzt schön in die Richtung. Komm. Achso. Das Erste, was wir gleich machen müssen, ist den wieder reindrücken, weil der wird garantiert gleich rauslaufen. Olli ist halt ein wilder, eine wilde Kuh, ne? Okay. Zack. Ah, schade. Du magst uns immer noch nicht. Nee. Ach, Olli, dabei geben wir doch täglich Futter. Ich dachte immer, Liebe geht durch den Magen. Aber anscheinend nicht. Dum, dum. Dum, 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 dum. Da, 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 da. Aber heute haben wir es tatsächlich mal geschafft, den Honig zu verkaufen und nicht irgendwie auf den Boden zu schmeißen. Ach, ist das nicht herrlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese bloße Harvest Moon Melodie, es ist für mich echt Musik in den Ohren. Ha. Hallo, Dia. Na, mein kleines Tierchen. Ja, ich weiß. Der Stall ist schön, ne? Ja, da wirst du auch eine ganze Weile nach drinnen bleiben. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal Unkraut jäten. Und hier habe ich schon eine Pflanze. Weil, wie jeder weiß, Unkraut jäten ist sehr wichtig auf einer Farm. Oh, Leute, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Die Axt. Die können wir heute vielleicht sogar schon hingeben. Je nachdem, ob wir die Prozente schaffen. Und dann noch genug haben für Mithril. Oh mein Gott. Also genug Energie. Hm. Ich glaube, es wäre tatsächlich am schlauesten, erst nach Mithril gleich zu farmen. Und dann die Axt hochzuleveln. Ja.
Okay, erstmal natürlich hier. Hallo, mein kleines Hühnchen. Wer sich übrigens jetzt wundert, warum ich nicht weiter ausbrüte, 5 Stück ist erstmal die maximale Huhnanzahl. Mehr kann ich in diesem Stall nicht halten. Dafür ist er zu klein. Ich habe ja auch nur 5 Futterboxen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wer übrigens findet, dass das hier leicht aussieht, der sollte es echt mal selber machen. Der leiseste, das winzigste bisschen, dass du aus Versehen daneben stehst und das ganze Futter ist verloren. Das ist echt fies. Richtig fies. Ich weiß gar nicht, wie viel uns damals aus Versehen runtergefallen sind, mir und meinen Geschwistern. Oh, ein paar waren das auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt erstmal direkt in die Mine, weil ich brauche das Mithril. Ich darf jetzt keine Zeit verlieren. Weil ich halt am liebsten die Axt heute noch zur Erweiterung geben würde. Das wäre sehr schön. Oh ja. Das dauert ja auch ein paar Tage, bis sie fertig ist. Okay. Erstmal brauche ich hier die Treppe nach unten. Nein, Stein brauchen wir gar nicht. Was bringt tatsächlich ein G? Ich habe ehrlich gesagt die Treppe noch nie vorne gefunden hier. Ich habe sie ehrlich gesagt immer hinten gefunden. Ja, immer. Ja, schon wieder. Keine Ahnung. Also, wir haben. Also, ich habe damit irgendwie immer so mein Ding. Ich finde es halt interessant, dass man nicht nur die Prozente braucht und das Geld. Oh Gott, das Geld. Ja, das haben wir gar nicht. Oh fuck. Ja, okay, dann können wir es heute vergessen, aber wir können es morgen erweitern. Dafür sammle ich halt jetzt schon mal das Mithril für morgen. Das ist auch ganz gut. Mist, daran habe ich halt gedacht. Ja, man kann leider auch nicht so einfach Geld verdienen. Also, nur halt hier in der Mine durch diese Säcke und das sind 10G. Das schaffen wir heute nicht mehr. Nicht mit unserer Mini-Ausdauer. Okay, das können wir wegschmeißen. Mist, das habe ich total vergessen, dass man dafür ja auch 5000 G braucht. Und hoch auf die Tomaten. So, das können wir wegmachen. Ich weiß ehrlich gerade gar nicht, wie viel Gold und sowas einbringt. Dementsprechend weiß ich gerade gar nicht, ob ich das rote Gras wegwerfen kann. Aber das möchte ich eigentlich ungern. Nein, rein da. Ich möchte einfach nur Mithril finden. Ey, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht drücken. Oh Mann, das ist so fail heute. Bin halt müde von der Arbeit. Kann man mir, glaube ich, nachvollziehen. Gold ist zwar schön. Und es freut mich, dass ich Gold finde, aber ich möchte gerne das Bessere von denen finden. Mithril. Oh. Achso, okay, das war okay. Ich glaube, ich muss nochmal eine Stufe drunter kommen. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich noch mehr Gold. Bin auch, glaube ich, die Einzige, die sich über Gold beschwert, ne? Ach. Okay. Ja, endlich! Danke! So, jetzt können wir nach Hause gehen. Und alles bis auf das Mithril verkaufen. Wir müssen die Axt ja auch noch hochpushen. Okay. Ich muss mal morgen dran denken, in der morgigen Harvest Moon-Folge, mal so ein, so eine... Oh nein, ich bin auch blöd. So eine Abstimmung reinzumachen hier in YouTube. Welches Mädel wir denn am Ende heiraten wollen. Oder ich ziehe erstmal alle hoch. Das kann ich natürlich auch machen. Okay, jetzt habe ich nur das hier. Ja. Und wir gehen wieder raus. Weil wir müssen uns jetzt die Axt erstmal auf 400% hochtreiben. Das macht man natürlich, indem man Wild auf den Boden einhämmert. Ja! Ich hasse dich im Boden. Du bist so ein mieser, unfruchtbarer Boden. Obwohl, fruchtbar bist du eigentlich schon. Ach, Mist, noch 4%. Okay, schnell wieder
mal eben in die heiße Quelle hüpfen. Ja, und dann können wir nämlich bald anfangen, Holz zu sammeln. Dann geht's endlich mit Erweiterung unserer Häuser los. Oh ja, Leute. Also ich muss sagen, ich gehe das auch alles mit euch recht gechillt an hier in diesem Spiel. Wie gesagt, es gibt so extreme Rusher, wie zum Beispiel mein Bruder. Das habe ich euch zum Beispiel mal im Stream, glaube ich, erzählt. Der hatte im Frühling, also im ersten Monat, in den ersten 30 Tagen, die Hühnerstallerweiterung schon und die erste Hauserweiterung schon aufgetragen. Also, der ist da wirklich durchgerusht. Aber so jemand bin ich nicht. Nee. Ich spiele das lieber in Ruhe mit euch. Macht das mir auch viel mehr Spaß, um ehrlich zu sein. So, jetzt müsst ihr auch gleich schon 400%. Ja, seht ihr es. 400%, nur noch der Hammer muss jetzt höher werden. Und das heißt, den ist jetzt der nächste, den wir trainieren. Weil ihr habt ja diese ganzen doofen Felsen auf unserer Farm gesehen. Die möchte ich natürlich dann nicht mehr haben. Oh, guck mal, Karin. Hallo. Mir gefällt es hier sehr gut. Ja, mir auch. Als ich noch klein war, habe ich immer geglaubt, wenn ich hier bleibe, treffe ich die Feengöttin. Ja, die habe ich übrigens schon getroffen, Karin. Ist eine sehr hübsche Frau, schöner als du. Nein. Nein, natürlich nicht. So, jetzt gucken wir mal, mag Karin eigentlich Blumen? Das weiß ich gar nicht mehr. Versuchen wir es einfach mal, weil Karin war nämlich das anspruchsvollste Mädchen überhaupt. Die hat echt... Ihr Fable ist Schmuck. Und das ist der, der am zum schwersten beschaffen ist und am teuersten. Oh, vielen, vielen Dank. Okay. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, gerne, meine liebe Karin. Ja, mir auch. So, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die heiße Quelle. Weil der Hammer ist wirklich das nutzlosste Werkzeug von allen, finde ich. Und den kann man eigentlich auch nur trainieren, indem man wirklich auf den Boden einschlägt. Anders geht es beim Hammer nicht. Das ist echt total bescheuert. Axt, also bei meiner Axt kann man ja auch noch gut trainieren auf dem Hof. Dann hätte man ihn halt schon erweitern können. Und dann damit halt schon diese großen Holzstapfen, diese hier wegmachen können. Und dann hätte man ihn irgendwann ganz erweitern können, ne? Also das geht. Aber der Hammer, mit dem kann man höchstens halt diese ganzen kleinen Steine, die wir jetzt zur Umrandung gemacht haben, der Felder, die hätte man damit zerstören können für die erste Erweiterung. Und dann hätte man diese großen Steine wegmachen können, ja. Und dann? Ich glaube, es gibt ein, zwei von diesen großen Steinen draußen, die man auch kaputt machen kann. Aber das macht keinen Sinn. Wisst ihr? Weil dafür kriegt man nichts. Man kriegt, wenn man einen großen Stein hat, keine kleinen Steine. Das ist das einzig Doofe an der ganzen Sache. Wenn das so wäre, das wäre echt göttlich. Göttlich. Ja, genau, Leute. Göttlich. Ich hab's auch heute. Egal. Ach nein, Mittwochs hat, glaube ich, der Schmied zu, ne? Kann das sein? Ich muss mal kurz nachgucken. Ich glaube, Mittwochs hatte der zu. Och nee. Donnerstags geschlossen. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben sogar genug Geld eingenommen. Durch die Tomaten. Hier, wenn wir den Hammer erstmal erweitert haben, können wir nämlich hier diese großen Steine alle wegmachen. Aber erst nur, wenn wir ihn komplett erweitert haben. Durch die erste Erweiterung kann man diese Runden nämlich wegmachen, die hier. Und erst durch irgendeine ganz, ganz hohe Erweiterung kann man diese hier wegmachen. Die habe ich, glaube ich... Ich glaube, ich habe es noch nie gehabt. Das habe ich schon mal. Ich glaube, ich habe noch nie eine Farm so weit ausgebaut, dass ich alle Steine weg hatte. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe den Hammer nie so weit erweitert. Der war mir irgendwie nie so wichtig. Oh, Leute, wir machen hier für mich einen Rekord. Und ich glaube, ich bin noch nie ins zweite Jahr gegangen. Ich habe ja vor, mit euch hier was wirklich bis zum dritten Jahr zu spielen. Wahrscheinlich mit sehr vielen Streams dazwischen. Auf jeden Fall ins dritte Jahr zu kommen, um dann endlich mal zu sehen, was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Weil das hatte ich nie. Ich habe es nie getan. Nie. Ich hatte irgendwie immer nach einem Jahr das Lust, wieder eine neue Farm anzufangen. Aber mit euch, Leute, mit euch zocke ich das jetzt. Also durch kann man es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, man kann es unendlich lange spielen. Aber mindestens im dritten Jahr will ich damit kommen. Oh, Leute, das wird ein langes Let's Play. Ein sehr, sehr langes Let's Play. Hey, Shiro, bist du da? Nee, eigentlich nicht. Ich gucke gerade nach der Post. Schade. Ist hier wenigstens mal was reif? Ja, nice.
Hey Shiro, baust du auf deiner Farm Mais an? Kannst du mir welchen verkaufen? Ja. Ach, deswegen ist der heute gekommen, weil Mais fertig ist? Dein Ernst? Danke, sieht lecker aus. Oh, was willst du dafür? Ganz teuer, könnte man ihn theoretisch auch machen, aber er ist aus der Stadt. Wirklich? Das ist sehr günstig. Du bist ein netter Kerl. Wir sind ja nett. Wir wollen ja auch, dass er irgendwann wiederkommt. Und dann werden wir die Preise einfach in die Höhe treiben. Nein. Natürlich nicht. Nur vielleicht. Ich mag keinen nicht. Das ist so ein arroganter, finde ich. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mit dem immer so das Problem. Der kommt mir immer so arrogant rüber. Obwohl er es ja eigentlich nicht ist. Der soll ja eigentlich so der Sunny Boy sein. So, was wir gleich mit dem Mais machen, das zeige ich euch gleich. Erstmal hier natürlich die Felder gießen. Zack. Was? Ach, Mist, die Gießkanne war leer. Oder ich habe nicht lange genug gedrückt. Ups. Ja, ich glaube eher, ich habe nicht lange genug gedrückt. So, nochmal hier. Und dann natürlich nochmal hier. Okay. Gut. Und zwar ist jetzt folgendermaßen. Erstmal natürlich den Honig verkaufen. Wir haben ja jetzt 90 Hühnerfutter. Jetzt nehmen wir einen Maiskolben. So einen großen. Und schmeißen ihn hier rein. Zack. Was ist das? Das ist nämlich eine Hühnerfuttermenge. 100, tada! Denn pro Maiskolben kriegen wir 10 Hühnerfutter. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das günstiger ist, wenn man sich den selber anbaut. Das wäre ja logisch, wenn es günstiger ist, ne? Das heißt, 10 Hühnerfutter. Da würde ich theoretisch einen Maiskolben, ne? Also ich gebe. Warte mal eben. Ein Hühnerfutter kostet 10 G. Das heißt, 10 Hühnerfutter würde 100 G kosten. Das heißt, ich würde für einen Maiskolben wahrscheinlich weniger kriegen, als wenn ich es verarbeiten würde. Irgendwie so. Keine Ahnung. Richtig durchsteigen tue ich dann nicht, aber lieber selber anpflanzen. Da gibt ihr einmal was für eine Pflanze aus und könnt es halt ewig nachernten, beziehungsweise wie die Jahreszeit halt ist. Oh, das habe ich gar nicht bedacht, Leute. Oh nein, ich habe gerade meinen Fehler gesehen. Ich habe gar nicht bedacht, dass dazwischen Gras wachsen kann. Ach Mist, da komme ich nicht ran. Oh Gott, bin ich doof. Egal, ich hätte es nicht verhindern können. Hätte ich schon, ich hätte die Lücke einfach nicht da machen. Doch, ja, aber wenn ich die nicht da gemacht hätte, hätte es auch nichts gebracht. Okay, ich habe da halt lange genug von profitiert, mein Gott. Okay. Mal eben hier ein bisschen reintun. Wie viel noch? 2 Stück. Okay. Wie viel habe ich jetzt? Warte, jetzt habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, wie viel ich habe. Aber man kann es ja hier einfach ansprechen. 230. Ah, es wächst doch. Und der nächste Mais ist natürlich wesentlich schneller fertig. Das ist das. Beim ersten Mal dauert das nur so lange, bis die Pflanze halt heranwächst. Aber jetzt ist die Pflanze ja groß, wie ihr gesehen habt. Und dann geht es schneller. Ja. Und du dürftest schon aufhaben. Ich hätte gerne meine Axt von dir erweitert. Oh ja. Hier, guck mal, meine Axt. Na, das ist doch Shiro von der Rofu-Farm. Ich finde es immer noch geil. Werkzeug verbessern. Ja. Jo, das wollte ich auch schon nur fragen. Danke. Ja, ist gut. Okay. So, ansprechen. Ich möchte gerne Werkzeug aufbessern lassen. Ja. Natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob der 16. mitzählt, aber sonst 16., 17., 18. Na, ja, müsste am 18. fertig sein, ne? Rein theoretisch. Gut. Damit haben wir die nämlich auch schon los. Und die nächste Erweiterung drin, ne? Im Petto. Yeah. Und dann gehen wir jetzt erstmal weiter zu den Tierchen hier. Das ist doch schön. So langsam nimmt es doch Gestalt an bei uns.
Ja, Olli, aber du kannst leider nicht am Kuhfest gewinnen, das bald ist. Dafür hast du zu wenig Herzen. Ja. Weil du magst mich noch gar nicht, Olli. So, gucken wir mal. Nein, du magst mich noch nicht. Blöder Olli. Mal schauen. Hier, die Hühner lieben mich schon sehr. Was? Olli hat schon ein Herz, aber er gibt noch keine Milch? Was? Olli, warum gibst du mir keine Milch? Ach nein, ich habe vergessen, Olli ist ja ein Mann. Nein, dann like ich das Spiel ja nicht. Das wäre noch schöner. Sobald du deinen Tieren irgendeinen männlichen Namen gibst, würden sie nicht mehr die Milch geben. Oh mein Gott. Und ein Huhn legt keine Eier mehr. Moment, dann hätte ich ja... eins... Ich hätte, glaube ich, nicht mehr so viele Hühner, die Eier legen. Ups. Gut, dass das Spiel nicht danach geht. Ich weiß, das müsste euch wahrscheinlich mittlerweile so nerven, dass ich immer mitsumme. Aber ich liebe diese Melodie einfach. Es ist einfach... Es ist mein Jam. Also so? Es ist einfach meine Melodie. Was wir auch mal machen könnten, ist Gras anpflanzen, fällt mir gerade ein. Weil durch Maiskolben bekommt man halt Hühnerfutter und dann gibt es aber noch die Methode für Kuh- und Schaffütter. Kuh- und Schaffutter, das ist nämlich mit Gras anpflanzen. Oh ja. Der Winter wird lustig, weil da kann man keine Felder haben. Außer man hat ein Gewächshaus. Aber es ist halt auch nur begrenzt. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich weiß noch, ich hatte mal so ein richtig geiles Gewächshaus mit richtig geilen Pflanzen drin, ne? Die vor allem arschteuer waren. Und dann kam ein verdammtes Unwetter und hat mir das alles weggemacht. Oh. Weil durch Unwetter können halt Gewächshäuser kaputt gehen. Das ist so nervig. Was wir mal ausprobiert haben, ist nämlich, es gibt so einen Mythos. Wenn du deine Farm Natsume nennst, so wie der Spielemacher, ne? Also das ist ja die Firma, die das rausgegeben hat, die Entwickler oder wie auch immer. Wenn man die Farm halt Natsume-Farm nennt, dann soll angeblich im kompletten Spiel kein Sturm mehr vorkommen. Und das stimmt nicht. Ich hab's ausprobiert. Nein, es kam trotzdem ein Sturm, hat mein Gewächshaus kaputt gemacht. Aber es gibt einen anderen Trick, der echt fies ist. Wobei, ich glaube, der hat bis jetzt immer funktioniert. Wenn am nächsten Tag Gewitter ist, dann tust du deinen Hund ins Gewächshaus. Dann kann das Gewächshaus nicht mehr kaputt gehen. Zumindest ist es bei uns noch nie passiert. Das ist ein fieser, fieser Trick. Vor allem, du kannst den Hund an dem Tag natürlich nicht hochheben, weil du nicht raus kannst. Aber das Gewächshaus ist da. Ich glaube, der Hund verliert dann nur ein Herz. Ich glaube, der kann die gar nicht sterben. Das sollten sie mal einführen. Nein. Das können sie ja gar nicht mehr einführen. Das Spiel ist auch schon 15 Jahre alt. Man muss das so hinnehmen, wie es ist. Jetzt lass uns nochmal jemand ein Blümchen schenken gehen. Ich schenke sie, glaube ich, Mary. Ja. Wer gerade nicht mehr weiß, wer es ist, das ist die Bibliothekarin. Oh ja. Dum, 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 da, dum, 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 da, dum, da, dum. Oh! Oh, hallo! Bist du gekommen, um ein Buch zu lesen? Ja! Genau. Ich versuche jeden Tag Zeit zum Lesen zu finden, aber ich habe immer noch nicht alle Bücher hier gelesen. Ich weiß jedoch alles über die Bücher, die Papa geschrieben hat, weil er mir alles über sie erzählt hat. Oh, sie hat tatsächlich mittlerweile Lilas Herz. Das letzte Mal, als wir die Blümchen geschenkt haben, hat es was gebracht. Das ist nicht herrlich, Leute. Sie hat mittlerweile Lilas Herz. Hallo. Dieses Dorf sieht aus wie aus einem Märchen. Sieht ihr mittlerweile? Hat sie nämlich einen anderen Dialog. Ist voll süß. Ja.
Und ich glaube, wenn man mit ihr nichts macht, dann kommt sie hier mit dem Schmiedlehrling zusammen. Glaube ich. Lesen ist ziemlich interessant. Ja, du bist natürlich nicht wegen Mary hier. Mary empfiehlt mir immer gute Bücher. Ja, warum wohl? Warum wohl und du nicht gut? Oh, der Arzt? Das wusste ich gar nicht, dass man ihn hier findet. Ich glaube, es ist heute zu, ne? Manchmal treffe ich Basil auf dem Mutterhügel. Er ist sehr freundlich und er bringt mir vieles über Heilpflanzen bei. Basil hat ein sehr nützliches Buch geschrieben. Daran steht sogar ein bisschen was über mich. Ah ja, hier kommt man übrigens nicht durch. Ja. Das finde ich so interessant. Dies ist die Ecke für von Basil über den Mutterhügel geschriebene Bücher. Ah ja. Das bei jedem Mädel, hier bei Mary ist es glaube ich hier oben der Bereich etc. Beim Karin ist es der Bereich hinterm Laden und sowas. Wenn die Mädels sich genug mögen, kommt man da rein. Hm. Du kannst übrigens theoretisch dich mit jeder Frau gut verstehen und nur eine heiraten. Du kannst theoretisch jeden dich verknallt machen und nur eine heiraten. Das ist so bescheuert. Also ich weiß nicht, ob sie dann die anderen auch wirklich so mit den anderen Typen was machen oder so. Ich weiß nur, dass es ja diese Zwischensequenzen gibt. Aber ich weiß es gerade gar nicht. Ob man theoretisch dann einen Typen, den auch ausspannen könnte. Fände ich ehrlich gesagt lustig. Okay, jetzt trainieren wir noch ein bisschen unseren Hammer. Genau, den hier. Damit wir den nämlich mal erweitern können. Dann kommen wir nämlich langsam unserem Ziel immer näher, die Farm ganz groß rauszubauen. Ja. Weil so ist ja alles im Weg, ne? Wie man hier sieht. Alles im Weg. Ich frage mich gerade, ob es nicht besser ist, hier keine Kurve zu machen, sondern einfach gerade runter zu gehen. Würde das nicht Steine sparen? Rein theoretisch? Oder wäre das einfach nur egal? Ich glaube, das wäre sogar egal, ne? Ich meine, das passt ja so oder so nicht. Okay. Ein Stein! Leute. Mir fehlt genau ein Stein. Und hier noch einer. Also zwei. Es fehlen später zwei. Oh nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon gerne zuhaben, diese Felder erstmal. So. Oh! Haben wir Lighty überhaupt hochgehoben? Lighty? Wo warst du, Lighty, hm? Moment, wir werden mal kurz hier stehen. Wir rufen Lighty her. Lighty! Da bist du. Na komm. Ah, Gott sei Dank habe ich dran gedacht. Puh, das wäre knapp. Das war echt knapp. Puh, ich habe fast Lighty nicht hochgehoben. Tut mir leid, Lighty. Wir wollen ja nicht, dass Lighty uns nicht mehr mag. Wobei, es würde dann die Realität wieder näher kommen. So, und da mir ja gesagt wurde, ich soll noch einen dritten Tag spielen, spielen wir jetzt auch noch einen dritten Tag. Da hast du jetzt deinen Willen bekommen. Und dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das nicht schon wieder zu lang ist, die Folge. Oder ob ihr das wirklich so haben möchtet. Machen wir jetzt heute einfach mal eine Beispielfolge. Heute ist Tag der Beispiele. Echt gruselig. Oh, wir haben sogar nicht verschlafen. Obwohl wir Leute gesucht haben. Und es ist natürlich Sonne. Man hat auch nie anderes erwartet im Sommer. Jo, komm her, los, Lighty. Und dich mache ich jetzt ganz am Anfang, echt. Ich vergesse dich nur sonst wieder. Hä? Ah, wir sind immer noch nicht fertig. Gut. Lighty kommt jetzt zu uns. Hallo, Lighty. Ja, ich hatte dich auch ein bisschen lieb. Aber nur ein bisschen. Das weißt du ja. Dum, 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 dum. So, hier weiter gießen. Zack. Und einmal hier. Und auf diese Seite des Feldes gehen. Oh ja. Mhm.
Wie viele Felder wir mittlerweile haben, ne? Wir haben mal angefangen mit 4 Stück, so wie das hier ist. Das waren mal alle, die wir haben. Und jetzt haben wir mittlerweile 8 Stück daneben. Ups. Zu lange gedrückt. Das ist doch wunderschön. Ach, Mist. Ich stande falsch. So. Ich finde es halt interessant, dass man diese ganzen Werkzeuge erweitern kann und so, ne? Ich finde das toll. So, hallo Schaf. Na, Mara. Ja, ich weiß. Du bist ja auch glücklich hier bei mir, ne? So, Olli. Gibst du mir immer noch keine Milch? Wieso nicht? Habe ich irgendwas vergessen? Hat mich irgendwie anders zugebracht, dass du mir Milch gibst? Blödes, blöde Kuh, echt. Blöde Kuh. Na, mein kleines Dialein. Ja. So, Unkraut jeden. Wir wollen ja nicht, dass die Farm noch verdreckt. Bin mal gespannt, ob wir dann morgen... Ja, morgen, in der morgigen Folge auf jeden Fall, aber ob wir halt am morgigen Tag die Axt abholen oder in der übernächsten erst. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Das könnt ihr mir in den Kommentaren daran erinnern, dass ich die Axt noch abholen muss. Sollte ich die in der morgigen Folge nicht abholen. Heute konnte ich sie ja noch nicht abholen. Das weiß ich. Es sind ja noch keine 3 Tage wieder um. Es tut mir übrigens leid, dass ich jetzt weder Sonntag noch Montag gestreamt habe. Nur ich lag krank im Bett. Mit Fieber. War toll. Muss ich euch sagen. Also, wenn man freie Tage hat, ne, und dann auch noch ein langes Wochenende von der Arbeit, dann ist das Schönste, was passieren kann, krank zu werden. Wirklich. Also, ich bin da jedes Mal schwer begeistert von, wenn mich das trifft. Und ich würde am liebsten immer krank sein. Immer. Mhm. Ja, Leute, das ist schwer zu empfehlen. Krank sein ist toll. Das denken manche gar nicht, weil sie denken, krank sein ist doof, weil man sich so schwach fühlt und man eigentlich nur im Bett liegen kann. Aber krank sein ist natürlich was total Geiles. Nein, es ist nicht. Ich hasse krank sein. Über alles. Das ist Kacke. Trotzdem mache ich das total oft. Entweder in meinem Urlaub oder meinen freien Tagen oder sonstiges. Irgendwann trifft es mich immer. Vor allem irgendwann trifft es mich immer. Das ist auch ein geiler Satz. Ich bin nur froh, dass mittlerweile mein Hals wenigstens ein bisschen besser ist. Ich reiße mich zwar momentan auch zusammen, hier nicht Husten zusammenzubrechen. Aber es geht noch. Noch geht es. Wenn ich übrigens frage, wie das geht, dass man zum Beispiel die Erweiterung nimmt, die vom Hühnerstall und sowas, alles schon in der ersten Monat macht, das ist ganz einfach. Du baust dir so viele Felder an, wie du kannst mit deiner Ausdauer. Hm? Mehr als 4 geht nämlich, wenn du 3 Powerberries hast, wie ich. Und dann holst du dir am besten gar keine Tiere. Du kümmerst dich, oder doch, Hühner schon. Hühner solltest du schon holen, weil die recht pflegeleicht sind, aber halt du keine Kühe und sowas, weil die bringen sehr schnell nichts und sie sind arschteuer. Also holst du dir wenigstens einen Huhn, lässt die halt immer weiter wachsen, kümmerst dich um deine Felder und wenn du dann noch Ausdauer hast, dann gehst du ganz viel in die Mine. Und dann wieder in die heiße Quelle, dann wieder in die Mine, dann wieder in die heiße Quelle, weil da kannst du wesentlich mehr Geld mit verdienen. Das ist so. Theoretisch könnte ich jetzt noch in die Mine gehen, dann wieder in die heiße Quelle, um dann wieder in die Mine zu gehen und dann könnte ich wieder mehr Geld verdienen. Aber dann wird der Tag auch wirklich eine Viertelstunde bis 20 Minuten dauern. Und dann würden wir in einer Folge nur 2 Tage schaffen. Und ich möchte auch ein bisschen weiter mit euch kommen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das so gerne sehen wollt, wie ich Tag ein, Tag aus in der Mine sitze, um ehrlich zu sein. Das ist nämlich nicht ganz so spannend, als wenn ich hier mal Leuten Blumen schenke. Ja, hier, guck mal, hier ist auch für dich. Hat jetzt übrigens nichts zu bedeuten, dass ich jetzt ihr Blumen schenke. Das heißt jetzt nicht, dass ich sie nehme. Aber die anderen haben ja auch, glaube ich, alle schon ein lila Herz von uns. Dann können wir ja mal einfach weitermachen. Finde ich.
und ihr mal ein bisschen was schenken. Oh ja, und ich habe euch noch ein Haus überhaupt nicht gezeigt, was mir vorhin so bewusst wurde, und zwar dieses hier. Das habe ich euch, glaube ich, noch nie von innen gezeigt. Ich glaube, das ist sogar das Einzige, was ihr noch nicht von innen kennen könnt. Das ist nämlich die Taverne sozusagen. Hier kann man Wein kaufen. Jetzt geht man hier rein. Und dann seht ihr hier diese Frau. Oh, hallo. Vielleicht sollte ich gar nicht darüber reden, aber seit meine Tochter das Dorf verlassen hat, trinkt sich Doug, mein Mann, jede Nacht in den Schlaf. Gut zu wissen. Macht sie was aus, wenn ich weitererzähle? Naja, jedenfalls, ich fühle mich auch alleine. Deshalb unterhalte ich mich mit Leuten, um mir die Dinge von der Seele zu reden. Obwohl die Lücke, die meine Tochter in meinem Herzen hinterlassen hat, mit Reden natürlich gar nicht zu füllen ist. Es wäre etwas anderes, wenn sie geheiratet hätte, aber... Oh, du bist alleine hergekommen. Warum denn das? Wahrscheinlich, weil ich keinen Bock hatte, mich von Frauen zuquatschen zu lassen. Oder so. Darf man nicht hoch? Ja, das darf man tatsächlich. Ich weiß aber nicht, bei wem man hoch darf. Hier geht's nicht rein. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob man da überhaupt jemals reinkommt. Man sieht halt, was dahinter ist, ne? Und das ist halt die Taverne. Also da kriegt man Wein her, wenn die aufhaben. Wann haben sie nochmal auf? Hier, 9 bis 12 Uhr. Also 3 Stunden. Und hier kommt man auch rein. Das wäre so geil. Man kann einfach in den Keller gehen. Und da ist nämlich Doug. Hey, Shiro, was machst du denn im Lager? Geh ins Haus, wenn du Wein kaufen willst. Mir gefällt's im Lager. Man kann den Wein atmen hören. Er lebt, weißt du. Ich möchte nie aufhören, hier zu arbeiten. Hier, eine der Flaschen hat ein anderes Etikett. Auf ihm steht Aya. Eine der Flaschen hat ein anderes Etikett. Auf ihm steht Aya. Jo. Tschuck, tschuck, tschuck. So klingt es, wenn Wein gemacht wird. Tschuck, tschuck, tschuck. So klingt es, wenn Wein gemacht wird. Hier auch noch irgendwas? Nein, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Ja, genau. So klingt es, wenn Wein gemacht wird. Ja, halt doch mal die Fresse. Ne, können wir nicht. Okay. Ja, das ist tatsächlich der Weinkeller. Also das Weinhaus, ne? Steht hier irgendwas drauf? Ah ja, Weinkellerei. Geöffnet von 9 bis 12 Uhr. Wir verkaufen Wein und Traubensaft aus eigenem Anger. Und Samstag geschlossen. Ihr habt doch eh nur 3 Stunden auf. Warum? Ist doch Schwachsinn. Oh, mein Hähnchen. So, trainieren wir mal ein bisschen den Hammer. Weil das müssen wir ja noch. Wenn wir jetzt mal gucken, hier. Der Hammer ist jetzt auf 91%. Mist, ihr habt das so gut durchgehalten, ohne ein... Ihr habt das so schön durchgehalten, ohne einen einzigen Schnitt. Jetzt musste ich echt mal schneiden. Mist. Ich dachte, ich schaffe es vielleicht mal ohne. Aber Jump League war schon schön genug, dass ich da 10 Minuten ohne geschafft habe. Aber hier, nach 37 Minuten Einschnitt. Wow. Das kann sie doch sehen lassen. Mit Erkältung. Auf jeden Fall. So. Jetzt gehen wir nämlich nochmal in die heiße Quelle. Ah, schon 109% wieder. Ein Viertel wäre geschafft mit dem Hammer. Hallo. Na, Eichhörnchen? Entschuldigung. Ich bin langsam echt ein bisschen müde. Prozent habe ich. Entschuldigung. 85% wäre ein bisschen viel. Da finde ich ja lustig, dass hier die Sachen zum Beispiel
bis 400% sind. Ich meine, es macht 100% schon wenig Sinn, dass es nur die erste Erweiterung ist. Aber warum 400%? Entschuldigung. Ich hoffe wirklich, ich denke daran, das rauszuschneiden. Aber es ist gerade so zum Schluss der Folge passiert, ne? So nervig. Aber ich kann es ja nicht ändern. Oh, wir sind schon echt gut. So. Damit würde ich dir schon mal vielen Dank fürs Zugucken sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da. So, morgen ist auf jeden Fall Sonne. Wenn es euch gefallen hat, dann sieht man sich ja hoffentlich morgen in der nächsten Folge. Würde mich riesig freuen über die Bewertung. Bis dann. Tschüss.